Servus zusammen, es ist Mittwochabend, 22. Februar. Was haben wir denn? 18.05 Uhr. Börse ist durch, zumindest Xetra ist durch. Und vor euch liegt der DAX, eine Kerze, ein Tag. Wir bleiben also, ich mache es mal größer, wir bleiben also hier in dieser oberen blauen Zone. Wir haben die schwarze Zone, das ist hier die untere, die haben wir kurz besucht. Heute sogar mehrfach besucht. Ja, das Low war bei 15.243,5, so wie ich das hier habe. Aber wir haben uns wieder reingerettet. Wir sind wir haben geschlossen über der 20-Tage-Linie. Das ist diese schwarze hier. Von daher ist er hier neutral. Wir sind leicht negativ über das MACD. Wir sind im völlig neutralen Bereich mit der Stochastik, leicht nach unten gerichtet. Der Freund ist bei mir ziemlich neutral. Ich finde es erstaunlich, nach wie vor, wie der DAX sich hält. Ich glaube nach wie vor, dass am Freitagabend von 17.28 Uhr bis 17.36 Uhr die Kurse steigen werden aufgrund der Neugewichtung. Ich habe hier kein deutliches Signal. Mir fällt auf, dass die Bänder weiter zusammengehen. Ja, wir sind jetzt hier beim oberen bei 15.639. Und das untere ist bei 15.077. Das ist schon relativ eng. Dennoch haben wir Intraday eine recht starke Volatilität. Wenn ich zum Beispiel heute sehe, der Höchstkurs war 15.405 und der Tiefskurs war bei 15.243. Und es ging heute Morgen mal recht flott. Dann wieder hoch, dann wieder runter, wieder hoch, wieder runter. Und jetzt handeln wir im Moment bei, wo sind wir denn? 15.401. Also der hat noch ein bisschen Hunger. Ich gewinne nach wie vor, oder ich habe nach wie vor den Eindruck, dass das Gros der Marktteilnehmer sich den Markt eher runter wünscht. Folgend den Amis, die ja auch gestern teilweise richtig schwach waren. Aber es passiert nicht. Und der Markt geht eigentlich immer dahin, wo es mehr wehtut. Wie war denn jetzt heute das Sentiment? Ich habe den ganzen Tag drauf geschaut. Ist jetzt auch schon wieder im negativen Bereich. Der Markt steigt trotzdem. Das ist jetzt hier nichts Außergewöhnliches. Außergewöhnlich ist hier so ab 50, 55, 60. Gucke ich da mehr drauf. Das hier ist so Geplänkel. Aber ich muss sagen, mit Sicht auf den Tag, er hält sich. Er baut die Seitwärtsphase weiter aus. Er verkürzt die Bänder oder verringert die Distanz der Bänder. Der Freund bereitet was vor. Aber das mag durchaus noch eine Woche dauern. Gucken wir mal auf 4 Stunden, ob das uns irgendwie weiterhilft. Die Zonen sind die gleichen, die blaue hier oben und unten drunter die schwarze. Hier ist dieser Bereich, wo wir kurz mal zweimal eingetaucht sind, oftmals verteidigt. Und da hätte ich wirklich gedacht, da kommt mehr. Aber der hat es immer wieder zurückgeholt. Und wenn wir die reden, sind wir schon bei 15.408. Aber ihr seht, wie oft der hier an diesem Bereich dran war. Und es hält. Bisher hält es. Also bis Freitag habe ich da, auch wenn ich hier unten drauf schaue, das wird schon wieder leicht positiv und auch über die Stochastik leicht positiv. Ich glaube, dass zumindest bis Freitag, und das ist ja die Mittwochsversion, ist immer die kürzere, dass der sich halten wird, so nichts Unvorhergesehenes von außen eintritt. Ich habe folgende Scheine dabei. Na, komm her. Ich nenne jetzt mal hauptsächlich den hier, weil der hat einen Hebel 29. 14.835. Das ist einer, der wird recht lecker, wenn wir über die 15.700 gehen sollten. So wir das denn tun. Ich kaufe die jetzt nicht. Ich schaue mir die ganz genau an, wenn wir hier unten sind. Im Bereich etwas über 14.900. Aber das sehe ich jetzt nicht für die nächsten 2 Tage. Muss ich ganz klar sagen. Und wenn 29 als Hebel zu viel ist, hier ist der 18er. Hier sind die Puts, 16.534 oder der heisere 16.158, da sind wir hier. Also zusammenfassend, der bewegt sich weiter in der Range. Er macht für mich nicht den Eindruck, dass er jetzt hier unten irgendwie rausgeht. Ich muss vor dem Hintergrund der insgesamt doch recht eher negativen Einstellung der Marktteilnehmer sogar davon ausgehen, dass wir den Weg des größeren Schmerzes suchen, wenn ich das mal so nennen darf. Ja, und das wäre tatsächlich nach oben.
Also im Moment muss ich jetzt hier gar nichts machen. Ich werde positiv hier drüber und ich werde erst negativ hier drunter. So um an der 200, nein, das ist nicht die 200 Tage, die ist weiter hier unten, die ist 13.000 irgendwas. Aber unter diesem Punkt hier, das ist die 14.944, da muss ich komplett umdenken. Aber im Moment scheint er sich sehr gut zu halten hier in der Range. Ich wünsche euch ein Happy Trading und eine fette Beute. Bye, bye.